Für alle deutschen WWE-Fans heißt es aufatmen. Denn laut übereinstimmenden Berichten einigte sich ProSiebenMax mit der WWE auf eine TV-Partnerschaft ab April 2017 über Monday Night Raw. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Tele5 den TV-Vertrag mit Raw trotz sehr starker Quoten definitiv nicht verlängern wird, was viele Fragen über die Zukunft der WWE im deutschen Free-TV aufbrachte. Mit der Aufnahme von Raw ins TV-Programm von ProSiebenMax erklärte sich der Sender nun offiziell zur Heimat der WWE in Deutschland. Am vergangenen Wochenende fand im Rahmen einer Hausshow in Chicago, Illinois das Rematch zwischen Randy Orton und Brock Lesnar statt. So bestritten die beiden ein No-DQ-Match, an dessen Ende sich Brock Lesnar nach einem F5 durchsetzen konnte und den Sieg holte. Nach dem Match wollte er Orton mit einem Stuhl weiter attackieren, dieser überraschte Lesnar jedoch mit einem RKO und nutzte den Stuhl seinerseits, um Lesnar abzufertigen. Achtung an alle, die es nicht hören wollen, der Rest des Videos beinhaltet Clash of Champions Spoiler. Im Main Event von Clash of Champions verteidigte Kevin Owens seinen WWE-Titel nach einem kontroversen Finish gegen Seth Rollins. Wie nun berichtet wird, soll sich Seth Rollins bei einem Top Rope Gutbuster eine Rippenverletzung zugezogen haben. So hieß es, dass er auch backstage noch ein schmerzverzerrtes Gesicht machte und sich die Rippen gegenthielt. Wie schwer die Verletzung ist und ob sie das Titelgeschehen und die Pläne rund um Rollins und Owens beeinträchtigt, ist jedoch unklar. Roman Reigns, seines Zeichens neuer United States Champion, kämpft bekanntlich mit vielen Buhrufen aus dem Publikum. Wie nun bekannt wurde, hat man keinerlei Pläne, Roman Reigns zum Heel zu turnen. Allerdings ist auch weiterhin geplant, ihn vom Main Event fernzuhalten und in der Midcard zu etablieren. Ein erster Schritt soll der Titelgewinn beim gestrigen Pay-Per-View sein. Die WWE habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Fans Reigns dadurch in naher Zukunft besser akzeptieren können.